Hallo ich Leute und willkommen zurück zu Devil May Cry 5. So, wir sind mit Neo jetzt unterwegs und, naja, versuchen eben weiter nach unten in diesem Baum hier voranzukommen. Ja. Und anscheinend erwartet uns da vorne etwas. Ah ja, genau, dieses Ding. Gotta pay attention, sweetheart. Spars, Keen. But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh, human. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. Nö, was kommt denn da raus? Anything with a nose could follow you. Wo bist du? Nicht weglaufen? Maul. Na komm her, du willst. Oh, mit ein paar Heilkugeln Liebe. Was macht's denn? Don't want to give up the ghost, do you? Stirb, du Vieh! Hui, das hat uns ziemlich zerfetzt. Naja,
Kann passieren. Lästiges Ding, bleib doch mal da stehen, wo du bist, dann kann man dich auch wenigstens schön verprügeln. Na endlich. You can come out now. I guess I owe you one. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That I cannot do. I must go. Damn it, V. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do I you beg ask you? This is my last request. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Ein B. Gut, mal gucken, wie das weitergeht. Wie lacht, hat ja einen ganz komischen Gesichtsausdruck gerade gehabt. Die Erfüllung von Neros Rachedurst ist zum Greifen nah. Mehr Anreiz braucht er auch nicht, um sich durch eine Bahn voll teuflischer Dämonen zu kämpfen. Die Gegner in seinem Weg haut er in Stücke und es gelingt ihm, zu V vorzustoßen, der auf der Schwelle des Todes zu stehen scheint. Dennoch drängt V beharrlich immer weiter. Gemeinsam setzen sie ihren Weg zum tiefsten Punkt des Quilo fort. Unterdessen ist Dante sogar noch weiter voraus. No hard feelings, guys, but this is my gig. Trust me, Nero. This one's gonna be a little too much for you. Gut, weiter geht's mit Dante. Dann gucken wir nochmal, was wir hier so kaufen können mit 37.000 Punkten. Da schon mal nichts. Das wäre eine Möglichkeit. Wards Formation 2. Eine Verbesserung von Swords Formation. Verlängert die Zeit, in der die Schwerter erscheinen und verkürzen die Abklingzeit, bis sie wieder herbeigerufen werden können. Oh, das nehme ich. Und natürlich gibt es auch eine Formation 3. So, was haben wir hier? Verbesserte Version von Ignition. Der Effekt bleibt länger aktiv. Okay. Ja, das Motorrädchen. Da haben wir keine Punkte dafür übrig. Wenn Dr. Faust ausgerüstet ist. Dr. Faust 2 erhöht die verdienten Kugeln und die ausgegebenen Kugeln, wenn Dr. Faust ausgerüstet ist. Verwendet mehr Kugeln für mehr Angriffskraft.
Nee, das mit den Kugeln ist es mir irgendwie nicht wert. So. Hier mit dem Swordmaster-Stil. Es geht noch weiter? Okay. Gut, mehr Punkte haben wir nicht. Muss reichen. Dann los geht's. Mission 16. Scheidepunkt Dante. Ja, los geht's. So, was haben wir denn? Ja. Eigentlich ist die Waffe ganz cool. Das mit den roten Kugeln gefällt mir allerdings überhaupt nicht. So, müssen wir da jetzt runter oder gibt es hier oben noch irgendwas? Nee, es sieht nicht so aus. Na gut, dann ab nach unten. Alright, this is the real deal. Full speed ahead. So, wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Igitt. Irgendwie bringt das nichts. So, alles mitgenommen, hoffe ich mal. Komm schon. Ich kann das Schwert irgendwie nicht aufladen. Ah, jetzt. Ja, so nicht nett. Ja.
gut, das werde ich. Na, wobei. Ein paar Lebenspunkte aufladen ist gar mal so schlecht. So, und einen Balken noch, dann passt erstmal. Da haben wir eine goldene Kugel. Alles kaputt. So, da geht's weiter und dort auch. Na gut. Die Dinger mag ich nicht. Los geht's. So, alles erledigt. Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas Geheimes? Aber ich bin mir nicht sicher. Naja, probieren wir es einfach mal. Jetzt springt das Ding einfach runter.
Unfassbar. Gut, die Devil Trigger-Leiste ist voll. Böses Ding. Gut, das wäre auch erledigt. Dann mal hier weiter. Und wieder Plattform, die anstürzen können. Hervorragend. Na, ja, super. Einfach mal ein bisschen unten durchgefallen. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel verpasst habe. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Wie gemein. Da komme ich doch nie rüber. Ah, wie ärgerlich. So, jetzt nach unten, oder? Ja. Vogel ist auch schon da. Hör halt auf. So, steh ab. Ah!
Ha, erledigt. Kein Entkommen. So, dann haben wir hier alles. Dann können wir da weiter nach unten. Platzen bitte. So. Einfach umfallen, bitte. Na, also geht doch. Gut, alles voll, mehr oder weniger. Onward and downward. Oh well, better get to it. Ja, na super. Dann ab nach unten. Und alles verfehlt, hervorragend. Ich hasse das. So, 37.000 Punkte. Ah, wisst ihr was, lernen wir das? R1 ja, ist nach hinten, von vorne nach hinten und Dreieck, okay. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Set Hat oder Mad Hatter genau dann Viereck drücken, wenn du den Hut fängst. Aha. Gut. Beim Sin Devil Trigger, was haben wir hier? Sin Inferno. R1 plus L nach hinten und Dreieck. Oh, ja, sieht gut aus. Nehmen wir. Gut, Rest muss passen. Gut, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute!